Und zwar gucken wir uns das an nach einem kleinen Reset, den ich dann wahrscheinlich mal mache. Warum sind hier keine Skelettos und Zeug? Warte mal eben gucken. Hier muss doch irgendwie Viechzeug. Ja, hier, ihr seid da. Ja, okay, das hilft mir jetzt nicht weiter. Warum nur Spinnen? Warum nicht noch andere? Ja, okay, hier gebe ich zu, ist zu hell. Ja, also über Tag ist es hier zu hell. Sieht man ja. Also das hätten wir uns sparen können. Ne? Also dieses Ding ist nur zum Gucken. Das ist nur so Staffage. Mummenschanz. Fällt mir gerade so ein. Mummenschanz. Ach Leute, das ist so lustig. Wenn man. Okay. Das kann weg. Wir gucken noch mal. Warum spawnen nur diese komischen Viecher hier, ne? Ich glaube, ich muss mal eben kurz einen Reset machen, oder? Soll man das mal eben machen, ganz kurz? Ich meine. Wir machen das mal eben. Wir machen mal eben einen Reset, glaube ich. Einmal Spiel starten und. Also stoppen und dann wieder starten. Ich glaube, das ist ganz, ganz gut. Weil es sind im Moment nur. Nein! Oh! Jede Menge Schwachköpfe! Jede Menge Schwachköpfe, Grüne! Oh, dann kommen die Skelettos und der Kram auch noch. Warte mal. Ah, ich will das doch sehen. Ist der jetzt ganz verbrannt, oder? Komm, bitte. Bitte, 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 bitte. Hallo, ihr. Ich hoffe, dass da Sachen auch ankommen. Du hast keine Chance. Wenn die verbrennen komplett, ne? Dann droppen die trotzdem da. Jawoll. Jawoll, Leute. Guckt euch das an. Ja. Guck mal. Boah, cool, ey. Gut, ey. Cool. Guck mal hier, wie viel Zeug hier ist. Ja gut, das ist noch nicht hier. Das läuft noch nicht ganz cool ab, aber. Das haben wir ja auch noch nicht fertig gebaut. Optimiert haben wir das noch. Aber mit den Spinnen, das klappt so. Oh, geil. Geile Scheiße. Okay, gut. Dann können wir jetzt Folgendes machen. Dann können wir jetzt. Also, hier müssen wir hoch. Wir müssen hier ran. Wir müssen dahin. Und zumachen. Dann müssen wir dieses Ding hier bauen, vernünftig. Ich lasse das jetzt alles so. Und dann bauen wir eine vernünftige Abgreife. Die sammeln sich jetzt oben da. Das können die ja machen, wie sie lustig sind. Das ist mir ja egal jetzt. Ne? Wir machen das. Ich bin mir nicht sicher, ob das mit Glas in Ordnung ist. Ich denke eher nicht, wenn wir das hier mit Glas komplett. Also das hier schon, ne? Das machen wir schon mit Glas, aber. Wieso mache ich das eigentlich weg hier? Bin ein Idiot. Ne, das machen wir schon mit Glas, den Rest, aber nicht. Ne, also hier unten diese Sachen, die würde ich hier schon gerne. Warte. Alter, was stimmt mit euch nicht? Warte. Wo ist Kobel? Da ist Kobel. Kobel, Kobel, Kobel. Koblei. Kobel, Kobel, Kobel. So. Also, hier ist Kobel, da oben drauf. Also ich würde das jetzt hier mal versuchen. Ob das so funktioniert mit dem Kram. Also ich bin mir nicht sicher, ob das hier klar geht. Ob wir das austauschen können hier, weiß ich nicht. Also, einmal das hier hin. Geht das? Oh yeah, it goes. It goes.
Ja. Okay, wir haben hier nicht weiter gebaut. Also, sollte ich hier vielleicht mal eben kurz Folgendes machen. Das macht wahrscheinlich Sinn. Moment. So, ne? So, das kommt weg. Da kommt Glas hin. Hier kommt Glas hin. An beide Stellen. Das können wir so lassen. Und einfach zumachen, ne? Ist das was hier? Ja, ne? Ist das schön? So, ich glaube, das reicht, wenn wir das hier jetzt... Jetzt können wir das, glaube ich, wieder aufmachen, ne? Ich hoffe, dass das geht. Also, ich glaube nicht, dass das jetzt anfängt zu brennen. Ich hoffe. Ach, komm. Dann nehme ich jetzt mal die. Weil ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich hoffe, dass das weit genug weg ist, dass es eingepackt in irgendwas, also, ne? Ich glaube nicht. So. So, dann haben wir hier dieses Ding. Aus Kobbel, was wir natürlich noch austauschen werden mit Cleanstone. Na, also klar, hier kommt man rein, dann kann man sich das hier angucken. Oder wie auch immer, dann müssen wir mal gucken, ob wir das überhaupt so machen. Ich weiß es noch nicht, das müssen wir noch sehen. Keine Ahnung, werden wir sehen. Aber ich bin schon mal froh, dass das funktioniert. So, jetzt müssen wir noch eine Abgreife bauen. Das wäre mal das nächste. So, also hier den können wir wegmachen, den Kram. Okay, den sollten wir vielleicht da lassen. Okay, den lassen wir da. Das auch. Erstmal alles wegmachen und dann wieder hinkommen. Also jetzt muss ich mal eben gucken. Also hier drunter ist Wasser. Also das heißt, dieses Ding hier müsste so bleiben. Jetzt müssen wir nur die Abgreife hier müssen wir irgendwie ein bisschen anders gestalten. Also das wäre jetzt die nächste Idee, die ich habe. Okay, also hier drunter würde ich mal Licht machen. Das ist egal. Haben wir das hier auf beiden Seiten so? Ja. Okay, dann ist das so. Das hier wäre egal. Das nicht. Moment. Ich muss mal eben überlegen, wie wir das jetzt am besten machen hier mit dieser. Also erstmal gehe ich jetzt hier rein und besorge mir das Wasser. Und warte, das andere Wasser. Also zweimal Watery. Watery. So, genau. Zweimal Wateries.
Jetzt können wir das hier nämlich mal eben wegbauen. Und dann können wir uns nochmal angucken, genau. Okay, so ist die Ausgangsposition. So, und jetzt müssen wir irgendwie gucken. Also wir können ja nicht hoch. Ne? Wir können ja nicht hoch. Aber... Aber was wir machen können, ist Folgendes. Warte mal. Wir machen das nämlich jetzt ganz, ganz easy. Peasy, wheezy, heasy. Also hier ist jetzt... Also ich mache jetzt mal die hier weg. Damit das hier nicht ganz so hell ist überall. Ich mache mal hier eine. Und hier eine. Ich mach mal dasselbe hier in die Ecke. Warte mal. Achso, hier müssen wir ja noch hoch, ne? Okay, das müssen wir aber anders machen. Warte mal. Das müssen wir anders machen, gestalten. Warte mal. Moment. Wie kommen wir denn hier am besten hoch? So, dieses kommt weg und hier unten hin. Dann haben wir nicht so viel Licht hier. Und auf die Seite kommt auch nochmal welche. Und hier kommen wir hoch. So. Genau, hier kommt kein Licht hin. Das kommt aber auch dann weg. Hier kann ja keiner drauf spawnen. Das heißt, hier hinten, diese Ecke, die kann ich schon mal zubauen. Moment. Wir kriegen das hin. So und so. Dann kann hier keiner drauf spawnen. Na, im Moment mache ich jetzt mal hier so ein Ding hin. So, und jetzt Folgendes. Guck mal. Boah. Wenn das mal nicht Timing ist hier, ne? Hä? Ist das mal ein Timing hier? Ist das hier mal ein Timing? Auf jeden Fall. Boah, perfekt. So, jetzt machen wir da nämlich das Wasser wieder rein. Wie können wir das am besten machen? Indem wir hier mal eben hochgehen. Hallo. Achso, nee. Das war Quatsch. Warte. So, ne? Warte mal, ich mache erstmal eben die Umschichtung hier. Warte. Das war super. Das war spitzenklasse-mäßig. Also einmal da und einmal da. Nein, 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 nein. Nein, hier, weg damit. Ah, komm. Komm, 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 komm. Ich will hier hoch, ich will hier hoch. Ja, ich will hier hoch. Ich will hier hin. Und ich will den dahin machen. So, scheiß drauf. Zu und zu. Und nein. Das war der falsche. Zu. So, Ende. So, die sind auch weg hier. Das heißt, einmal hier, einmal hier. Da müsste eigentlich reichen, oder? Spawnt jetzt hier drunter irgendwas. Nee, ne? Boah, und wenn das jetzt klappt, ne, Leute? Also dann bin ich aber echt begeistert, ne? Hier wird abgegriffen. Also wenn das jetzt klappt, ne? Ich meine jetzt mal ganz im Ernst, ne, Leute? Dann aber holla die Waldfee, sag ich dann nur. So.
Boah, ist das cool. Und guck mal, wie lange haben wir da jetzt für gebraucht? Wochen. Ne? Wochen. Und ich würde das hier schon fast teilen wollen, ne? Ich würde das hier gerne teilen. Ne? Also hier. Damit wir hier noch so eine Aussichtsplattform haben, wo wir das uns angucken können, wie die weggebrezelt werden. Ne? Also das machen wir natürlich alles mit Cleanstone irgendwann. Genau bis hier. Und dann machen wir hier einen Zaun hin oder irgendwie sowas, damit man nicht runterfällt. Und dann gucken wir mal. So, und jetzt wäre die Frage, warum kommt da nicht mehr als das, was gerade passiert ist. Hier ist offen. Ich bin im Chunk unterwegs. Und die Spinne. Also hier ist es schon echt dunkel, ne? So richtig dunkel. In das Gemünkel. Hier passiert gar nichts. Einfach. Ja gut, wir müssen das wahrscheinlich genauso machen. Wir müssen das hier dicht machen. Also das Glas wieder wegbauen und das alles mit Holz zumachen. Wird so sein. Also ich bin mir fast sicher, dass wir das so machen müssen. Weil, ja, das ist wie das, wa? Also ich glaube, dass mit dem Spawnground hier ist halt viel zu viel Licht. Wir machen mal nur eine, ne? Mal gucken, ob das irgendwie hilft. Eine Reihe nur Glas und der Rest aus Holz. Nein, ich kann nichts Verzaubertes nehmen, weil es gibt noch keine Verzauberung und keinen Verzauberungstisch. Kann man auch daran erkennen, dass es hier noch keine XP-Balken gibt. Achso, hier kann ich ja nicht. Genau. Okay, ich hoffe mal, dass uns das irgendwas bringt. Also ich hoffe mal, dass das jetzt den gewünschten Effekt bringt. Also, ich meine, wir können das auch komplett zumachen, ne? Ich meine, so wichtig ist das mir nicht. Ja, ich will nur ein paar Items. Wir brauchen halt Pfeile. Ja, und wenn wir die selber bauen müssen, brauchen wir Materialien. Das heißt, ist wie es ist, ob ich das jetzt so drehe oder wende. Ja, also man muss halt irgendwie gucken, wie man an die Sachen kommt. Und so eine Monsterfalle ist eigentlich, wie ihr gesehen habt, die Strings von den Spinnen. Die Monsterfalle ist die beste Variation, die wir finden können. So. Also normalerweise, ne, war das so, wenn du ein Dach drüber hast und das ein bisschen rausguckt, dann ist auf jeden Fall dieses Lichtlevel hier drin so, dass du als Mob die Möglichkeit hast zu spawnen, ganz normal. So, und hier unten ist gar kein Lichtlevel eigentlich, ja. Ich meine, hier, ne, guckt euch da mal an, hier die Scheiße. Also, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, also ich gucke jetzt ins Dunkel. In diese Halle rein hier. Unten kommt kein Licht. Hier kommt ganz... Also hier ist eine Tür eigentlich. Also das heißt, hier könnte auch nichts... Ne? Es ist halt schon... Ich weiß es nicht. Ob man wirklich resetten muss. Also ob ich das Spiel wirklich mal komplett eben... einmal weghauen muss. Oder nicht. Oh, jetzt sind nicht mal mehr Spinnen da. Ich meine... Klar, ne? Also. Klar machen wir das jetzt hier genauso. Also nur noch einen.
Aber das hilft uns ja irgendwie. Scheinbar hilft es ja nicht. So. Ich vermute fast, dass wir dieses die Daten, die dann abgespeichert werden, also wie viel Licht ist irgendwo, ja, das wird ja auch, also in diesen massig Ordnern noch damals wurde das ja in diesen massigen Ordnern, riesig großen, vielen, vielen Datenpaketen wurde das ja abgespeichert alles. Und ja, aber hier, guck mal. Guck mal, wir haben jetzt in der kurzen Zeit haben wir hier, das ist unsere Ausbeute. Ne? Einmal String, zweimal Feder, neunmal Sulfur, wie das ja noch heißt. Und wenn wir jetzt ja mal eine Stunde oder so verbringen würden, dann, ja, wie gesagt, also beim nächsten Mal würde ich sagen, habe ich mal resettet, dann werde ich dann in der Pause mal, werde ich mal resetten. Und mal gucken, ob diese Daten dann genommen werden. Also, weil ich denke, ich mache mal einen Satz draus, ich denke, dass die Daten, die jetzt abgespeichert werden, also save that world, ne? Das wird ja abgespeichert. Also wir haben ja hier save and quit to title. Ne? Und ich glaube, die Daten werden dann beim nächsten Mal auch erst zurande gezogen und nicht zwischendurch praktisch ein Live-Update gemacht oder so. Deswegen, also ich vermute, dass das beim nächsten Mal dann besser ist. Okay, wir sehen uns. Ich mach mal ein Tschüssi auch, diesmal ausnahmsweise. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal in der nächsten Aufnahmesession und ich hoffe wirklich, dass unsere ganze Arbeit hier nicht umsonst war. Aber es deutet sich eigentlich an, das war ganz gut. Ne? Also, wenn wir mal ein paar Items kriegen, dann ist das schon viel wert. Ja, bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf, bleibt gesund und munter und ne, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschaußen, euer Smiegel. Ciao, ciao.